Heute werde ich mit dir richtig leckere mexikanische Burritos zubereiten. Der Burrito ist mit wenig Schnippelaufwand verbunden, denn du musst lediglich drei Zutaten schnippeln. Bei dem Rest musst du einfach nur eine Packung oder eine Dose aufmachen. Und für die Burritos brauchst du folgende Zutaten: einmal Wrapteig, 500 Milliliter passierte Tomaten, dann Gewürze, da nehme ich ganz gerne Salz, Pfeffer und ein mexikanisches Gewürz. Dann eine Dose Kidneybohnen, eine Zwiebel und eine Zehe Knoblauch, die habe ich beide fein geschnitten. Dann eine Dose Mais, eine große Möhre, die geviertelt wurde und dann in dünne Streifen geschnitten wurde. Dann brauchst du noch 150 Gramm Käse, ich nehme da ganz gerne Emmentaler Käse. Eine Paprika, die musst du auch fein würfeln und 100 Gramm 100 Gramm Reis, den du dann noch kochst. Kreis, das ist auch wieder eine Wortkombination, die es so gar nicht gibt. Wollte ich wirklich sagen, Reis und kochst, dann wurde da Kreis draus. Den Reis und den Käse können wir vorerst zur Seite stellen, die Wrap-Teiglinge auch, denn erst kümmern wir uns um die anderen Zutaten. Du gibst als erstes einfach etwas Öl in eine Pfanne oder in einen Topf, brätst darin dann die Zwiebeln, den Knoblauch an und gibst dann hier die anderen Zutaten, also Paprika, Möhren, Mais, Kidneybohnen, die Gewürze und etwas von den passierten Tomaten hinzu und lässt das für ca. 10 bis 15 Minuten köcheln, sodass die Paprika und auch die Möhren schön Biss haben, aber nicht mehr allzu fest sind. Von den passierten Tomaten hebe ich mir etwas auf, denn damit streiche ich noch die Wrap-Teiglinge ein. Während die Soße jetzt etwas für sich hinköchelt, bestreiche ich die Teiglinge schon mal mit etwas passierter Tomate und gebe da auch ganz gerne noch mal etwas an Gewürzen drüber. Den Reis können wir jetzt auch schon verteilen. Ich gebe dann ganz gerne einfach in die Mitte und von oben nach unten etwas. Vom Käse gebe ich jetzt auch circa die Hälfte noch über den Wrap-Teig drüber und die andere Hälfte rühre ich dann gleich noch unter die Masse, also da, wo die Kidneybohnen drin sind, was gerade am Köcheln ist. Die Masse riecht einfach schon so lecker mexikanisch. Die verteile ich jetzt auf die Wraps, dann werden die gefalten und dann können die schon gegessen werden. Wird auch echt Zeit. Und jetzt müssen die Burritos nur noch aufgerollt werden. Ich muss zugeben, dass ich bis jetzt immer noch nicht die richtige Falltechnik gefunden habe. Also falls du eine super geniale hast, lass es mich gerne wissen. Die nehme ich dann gerne an. Ich persönlich klappe die ganz gerne von oben in die Mitte und von unten in die Mitte, beziehungsweise so ein Viertel rein und roll die dann rechts und links noch auf. Und fertig sind die Burritos. Das Rezept für die mexikanischen Burritos kannst du auch gerne noch auf meinem Blog nachlesen. Da findest du dann die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen. Bis zum nächsten Mal, deine Janika.